Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen den Pebble Beach Golf Links eine Woche vor dem nächsten Major der PGA Championship, sozusagen nochmal als kleine Aufwärmrunde. Und wir sind auf den Back Nine, die letzte Bahn hier nochmal am Pazifik. Das Ganze hier nochmal genießen hier an der Küste und dann geht's wieder nach landeinwärts zurück zum Clubhaus. So, wie sieht es aus? Wir sind 4 unter Par und wir spielen zusammen mit Jason Day, der hervorragende 6 Birdies, aber auch ein Bogey einkassiert hat und zurzeit das Leaderboard anführt mit 5 unter Par, aber wir sind im Dicht sozusagen auf den Fersen. Das sieht also insofern ganz gut aus. Wir führen das Feld von vorne an, ist klar, sonst würden wir es ja nicht anführen und haben aber so ein bisschen, ja, die Bedenken oder die Sorge, dass natürlich viele noch hinter uns rauskommen, denn das Turnier ist gut besetzt mit 144 Spielern und wir sind früh rausgegangen, man sieht es. Und wir dürfen gespannt sein, denn hier sieht man, dass noch viele hinter uns kommen und vor allen Dingen noch viele auch hinter uns starten. Das heißt also, am Ende, wenn wir im Clubhaus sind, wird es interessant, wie der Computer dann das Ergebnis auswürfelt. Wir sind auf einem Par 4 mit 444 Yards. Das Fairway fällt natürlich wieder nach rechts ab. Das ist hier fast ständig so, wenn man an der Küste entlang spielt. Und wir werden versuchen, einfach mit dem Driver den Ball wieder schön hier Mitte Fairway reinzubekommen. Ich wünsche uns für die Back Nine ein schönes Spiel. Ja, der startet ein bisschen links Richtung Bunker, aber ich denke, das passt, weil der wird nach rechts bouncen. Genau. Und somit haben wir eigentlich einen perfekten Schlag. Das ist, was wir auf diesen final 9 holes brauchen, wenn sie zurück in den Fairway kommen. Das ist in der 10. Und als nächstes sehen wir Jason Day am Abschlag. Mit einem Holz 3 schlägt er ab. Er lässt den Ball bewusst etwas kürzer. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. So, er steht deutlich über dem Ball. Das heißt, der Ball müsste eine Flugkurve nach rechts machen Richtung Strand. Und die Fahne steckt hinten, ja, mittig rechts kann man sagen. Das ist eigentlich ganz gut. Ball kommt sofort zum Liegen. Early part of this back nine and a good approach shot. Now we'll have this for birdie. Oh ja, man sieht den Wind. Second from the fairway. Left himself with 149. Wind definitely hurting in his face. Wir machen Finesse-Schlag mit dem Eisen 9, bleiben aber etwas kürzer. Bergab, aber halt auch Gegenwind. Naja, stimmt schon. Wir haben ganz schön Gegenwind. Wir haben ganz schön Gegenwind. Ja, und wir wollen auf keinen Fall. Ja, doch ein bisschen mehr. Wenn er aufkommt, bounced er sowieso nach rechts. Wir stehen auch noch gut am Ball, hatte ich ja schon gesagt. Ja, der sieht aber schon kurz aus. Der sieht sehr kurz aus. Aber ist okay, solide auf dem Grün. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet, just gonna have to be careful with the lag putting. So now this right around 25 feet for birdie. Ja, also er liegt eben, vorne ein kleines bisschen hoch, er liegt eben, aber es ist eher das Break, das von links nach rechts geht. So. Guter Anfang. That's the way to start the backside. A perfect read. It's a birdie at number 10. And he will definitely not say no to that. Das nenne ich doch mal ein guter Anfang für die Back 9. Jason Day kann ihn auch zum Birdie einlochen. Ah, the pace, absolutely perfect there. Down the slope, it's in for a birdie. And he moves to within a shot of the lead at 6 under now for the tournament.
Well, this is where Pebble Beach changes significantly. We're going away from the Pacific Ocean now, up the hill toward the forest. Frank, what do you think of the 11th hole? Well, it's tricky, Rich. Number one, because it's blind, as you've detailed, but uphill and it's sea level, so that tee shot's not going to go that far. There is a run out down that left side, just inside the tree line there. That's about 308 yards, but you're not going to go that far. So really, this, you have to respect this hole. Just hit a fairway finder. So, also ich denke nicht, dass wir da hochkommen bis zu dem Bunker. Also werden wir da sehr weit rechts anhalten. Ja, er macht wenig Kurve, Aber er macht einen guten Roll, sehr schön. Das heißt, wir haben noch 94 Yards bis zum Stock, hervorragend. Jason Day auch mit dem Driver ein bisschen weiter links. Er versucht wohl, den Bunker aus dem Weg zu nehmen oder beziehungsweise aus dem Spiel zu nehmen. Sehr schön. Zweiter Schlag mit dem Eisen. He's got just a hair under 140 yards to the front, 152 to the hole. Ja, der ist kurz links. Have to calculate the wind coming from right to left. Ja, ist ein bisschen weit weg, muss man sagen. 33 and Fuß. Safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer. So this first putt's going to have to be good. Ja, Wind und 16 nach oben. Nein, das wollten wir nicht. Wir wollten nicht in den Wald. 54er. Finesse. Auf jeden Fall lang. Wir wollen nicht da vorne im Bunker hängen bleiben. 20 Fuß nach oben. Das heißt, baut man Eisen mehr. Ja, hat Spin. Er müsste eigentlich zum Liegen kommen, weil wir sind ja vom Fairway. Da kriegen wir eigentlich Spin drauf. Here we go. So, komm. Ah ja. Okay. Bin zufrieden, 10 Fuß. That just flew past the flag, but still an outside chance for a birdie. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter because this one is into the hill and the hole is cut back. Aber der sieht gut aus, der sieht gut aus. Ah. Yep, not bad. Had to put a little extra. Not bad, man, one, not bad. Got it there. That's a pretty good effort. Oh ja, wir haben einen schweren Putt vor uns. Es geht ein bisschen bergab. Das ist nicht das Thema, aber wir lassen ihn dann auch etwas kürzer. Aber wir haben schon ein ganz schönes Break wieder. Ein ganz schönes Break, Freunde. Ja, das ist mehr als gerade eben. Und wir lassen den ja ein bisschen kürzer. Das heißt, er nimmt das Break mehr an. Ja, wir wollen nicht, dass er zu sehr wegläuft. Not that time. Pretty good effort, but it'll wander a couple of feet by. Ja, aber wir sind sozusagen über dem Profi. Das heißt, oben am Loch vorbei. Wenn er unten am Loch vorbeiläuft, dass er eben dann zu langsam war, dann nennt man das so ein bisschen den Amateur. Oh, so da habe ich aber gerade gedacht, fällt der? Fällt er wirklich? And he'll stay at 5 under. So, und wir werden hoffentlich stayen an 4 under. Da ist schon ein Break mit drin. He'll finish that one off with no problem. It's in for par. Ja, denn wenn's right where he is. Ja, no problem, wenn man halt auch einen Scotty Cameron Putter hat. So, Jason Day. First par 3 now on the backside. Frank, this is sort of the forgotten hole, the 12, 202 yards. It is. It's in the corner of the golf course. If you look at the right side of the screen, it's very narrow, but that's actually the entry or the gateway. And the reason why I say that, that's the full width of the putting surface. If you're going to take the bunker on, you've got to carry the ball another 8 or 9 yards. But one thing in your favor is this hole plays 10 yards downhill. Ja, das ist insofern interessant, weil wir eigentlich mit dem Rückenwind bergab, das heißt, eigentlich müsste der fliegen. Der müsste richtig fliegen. Rückenwind und bergab.
Und dann müssen wir aber dummerweise eigentlich über links kommen, weil der Wind den nach rechts drückt. Aber dann müssen wir über den Bunker, da wird es eng. Heieieiei. So, das heißt... Das heißt, wir müssen eigentlich einen ganz schönen Draw spielen. Damit wir über die rechte Seite reinkommen. Und mit dem Eisen müsste er doch liegen bleiben. Ei, komm, bleib oben, bleib oben, bleib oben. Ach, da ist er dann doch noch über die Welle rüber. Ja, eben. Wind und Höhenunterschied haben den Ball deutlich länger gemacht als geplant. Deutlich. Er geht auch über rechts. Der sieht aber zu kurz aus, oder? Ah, der springt rein. Den hat er hervorragend getroffen. Hervorragend getroffen mit dem richtigen Bounce. That's a fun tee shot to hit right there. You know the wind is at your back. You tee it high and just let it go. Get it up there in the jet stream and that's just what he did. He's gonna love that. So, Pitch, aber es geht bergab über links. So, das heißt 10 aus dem Rough. 92, 97, aber es geht auch bergrunter. Das heißt, der wird rollen. Ja. Ja, doch noch ein bisschen kürzer. Ich hoffe, da liegt eigentlich zu einem geraden Putt. Ja, so richtig schlüssig ist er nicht. Da weiß er noch nicht, was er davon halten soll. Ja, schönes Birdie. Super reingespielt. Ja, das hat er sich verdient. So, das hat er sich verdient. Das Birdie hat er sich hervorragend herausgespielt. No missteps there. It is a par here at 12. Ja, gutes Up and Down. Right where he is. Gutes Up and Down aus dem Vorgrün bzw. aus dem Rough. Frank, the 13th hole doesn't get as much fanfare as some of the more picturesque par fours here at Pebble Beach. Just curious, what do you think of this 13th hole? I think it's a good hole, Rich, because it rewards you. You can certainly make three here. I remember when Tony Jacklin actually made an eagle here, but it's very easy to mess up, purely because they added those three bunkers in on the right side that start at 260 yards and finish at just over 290 yards. What's that done? What that has done to this hole is actually shrunk the fairway. Just 35 yards wide. Auch hier muss man wieder präzise driven, damit man genau hier in diese große Fläche reinkommt. Rechts Bunker, links Bunker. Really starting to make a hard game look easy. Drive after drive has been superb. And this one, well, as we like to say, is in the mayor's office. So, wir können auf jeden Fall weiter. Oh, wir haben Rückenwind. Genau, dann heißt es in diese Richtung. Und dann müsste er auch schön links runterrollen, denke ich doch. Ah, okay, dann werden wir die ein bisschen drawn. Ja, hervorragend. Die Kurve passt erstmal. Und dann müsste er noch richtig Meter machen. Sehr schön. 126 Yards noch bis zum Stock, bis zur Fahne. Second shot now. It has to be careful because that breeze can be tricky at his back. You don't want to overclub. Oh, da hat er aber ein Divot rausgeschlagen. Und der müsste im Bunker landen, oder? Diesmal hat er... Ah, schon wieder so ein guter Schlag. Wieder genau getimed. Okay, Rückenwind. Es geht aber hoch. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall auf der rechten Seite. Sollten wir zu kurz sein. 50er Wedge. 50er Berghoch. Ja, auf jeden Fall länger mit dem Rückenwind. So, wir stehen etwas unterm Ball. Der Wind drückt den Ball etwas nach rechts.
Ja, ein bisschen Spin dürfte er haben, oder? Er bleibt schnell liegen, das ist gut. In my book, that's a good shot. You can really aim at the middle of just about every single green. If you did it all day long, some of those would finish up close. And you'd have plenty of birdie putts. So, ja, das Tempo ist natürlich immer leichter einzuschätzen als die Breaks. So, ich will nicht, dass er zu sehr drüber hinausläuft. Ich will nicht, dass er zu sehr, weil da hinten dran geht es weiter. Und da hinten dran haben wir richtiges Break. Hier am Anfang haben wir eigentlich wenig Break. Ja, das müsste eigentlich sich so ein bisschen ausgehen. Ne? Am Anfang geht es nach rechts und dann vorne geht es nach links. Aber es geht eigentlich ein bisschen mehr nach rechts, wobei da hat er ja noch ein wenig Speed. Okay, schauen wir mal. Ja, der rollt hier langsam runter. Jetzt dürfte er wieder ein bisschen nach rechts. Absolutely perfect there, down the slope. It's in for a birdie. And the lead is down to one with five holes to go. Ja, dachte ich mir doch, dass man von aus dem Fringe nimmt man doch einen Putter. Sehr, ums Loch herum. That would have been a good birdie, but not to be. Ums Loch herum. Okay, safely in for par here at 13. And he'll remain at 6 under par. So, jetzt können wir uns wieder mal heranrobben. Auf einen Schlag sind wir wieder dran. Frank, the 14th hole, par 5. It is one of the most difficult par 5s in championship golf, isn't it? It certainly is, Rich. Not just because of the length of the hole, 570 plus yards, but reachable only really by the longest hitters in the right conditions. But it's the third shot. I've got to rank the third shot as probably the hardest short wedge shot, right up there with the 15th hole at Augusta. Okay. Ja, hier müssen wir natürlich um die Bunker rum, aber wir müssen auch ein bisschen Länge machen. 533 Yards, wenn wir mit dem zweiten aufs Grün kommen wollen, um wirklich hier eine Chance zu haben, vielleicht noch auf ein kleines Igel. Es darf natürlich auch ein großes sein. So, wir werden den rein faden. Wir haben Rückenwind. Eieieiei. Wir haben Rückenwind. Wir müssen den eigentlich schon ordentlich faden. Ja, die Kurve nimmt er an. Er macht die Kurve, er macht die Kurve. Wie weit rollt er jetzt? Bleibt er auf dem Fairway? Der bleibt nicht auf dem Fairway. Bleibt auf dem Fringe. Okay, dann können wir mit dem Holz hochjagen. 267, das ist soweit okay. Ja, es hat eine knappe Geschichte. Im Prinzip Länge, Bunker, Berg hoch, beziehungsweise er bricht dann nach links, er bounced nach links. Er hat hier gleich leichten Draw, der wird auch nach links brechen. Ja, beziehungsweise bouncen. Ja, bleibt auf dem Fairway sauber mit 288 Yards. Ist natürlich jetzt noch eine ganz schöne Strecke, aber auch letztendlich ein paar 5. Darf also auch eine Strecke sein. Ja, der geht nach rechts weg, aber das passt schon, weil der wird dann nach links springen. Ja, das hat er wieder gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Da legten sich wieder 40 Yards vors Grün. It's an aggressive layup, really. Trying to force that three wood down and get it as close as possible to the green. That's two good shots if you can't reach the par five. Ja, die Frage ist, wollen wir mit dem Holz tatsächlich versuchen, den hier reinzubringen? Oder bleiben wir lieber vorm Grün, genauso wie es der Kollege hier gemacht hat, um dann eben drauf zu pitchen? Ne? Es ist halt auch eine blöde, blöde Stelle. Augenblick mal. Driver? Eisen. Hybrid. Ja, Power Approach. Okay. Ja, wir machen einen normalen Approach hier über links. Ja.
ich glaube, der ist zu weit links, oder? Der ist zu weit links. Komm, bleib liegen. Hervorragend, können wir einen Lobshot machen. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. Oh, der ist zu kurz. Ah, schon wieder so ins Gras rein. Ah, das ist aber auch immer wieder ein Ritt auf der Rasierklinge für ihn. Okay, not a bad lead. That's a good shot. So. Ein Pitch nicht. Ein Long Flop. High Flop. Long Flop. Da müsste er dann ein kleines bisschen rollen. Der müsste dann auch nach links bouncen. Naja, doch ein bisschen kürzer, glaube ich. Weil der wird schon rollen. Ja, ich glaube, beim High Flop hat er mehr Spin drauf. Dann kommt er zurück und beim Long Flop, dann rollt er noch ein bisschen. Ja, scheint Break über rechts zu haben. Ja, okay. So, ja, jetzt haben wir eher das Problem, nicht die Länge. 2 inches down. Sondern natürlich hier jetzt. Wir können natürlich durchs Break durchputten. Aber will ich das? Now that's how you play this 14th hole. That's in for birdie. Will certainly help the cause. No issues there. It is a par here at 14. And he'll stay at 7 under. So, jetzt wird die Sache langsam spannend. Jetzt haben wir ganz schön aufgeholt. Here at the 15th, a good drive, Frank, would be right down the middle. A bad drive would be on 17-mile drive. As scenic as it is, it's not where you want to be, is it? It's out of bounds. Well, you can't afford to go right. You can't afford to pay for that real estate on the right either. So, yeah, anything down there. And fortunately, it's a downhill tee shot. I know there's sort of four bunkers really down the left side, but really it's the pop bunker that has to be avoided. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben Rückenwind, es geht bergab und eigentlich müsste man hier den Ball mit dem Draw müssen wir den da reinspielen, damit er praktisch nach links, aber wir haben auch ein bisschen Bounce. Ja, der müsste dann doch, okay, hervorragend. Ich denke, so müsste das passen. Ein paar 4. Die Kurve nimmt er, da müsste er auf jeden Fall auch, oh, der ist doch ein bisschen weit rechts, der ist ein bisschen weit rechts. Eieieiei. Ja, er bleibt im Fringe liegen, im First Cut, das ist okay. Yep. Ja, damit können wir leben. 388 Yards, Par 4, die 15. Jetzt kommen wir sozusagen in die entscheidende Phase. Der ist arg links, würde ich sagen. Aber kommt über den Bunker? Nee, der sieht nach Bunker aus. Der sieht nach Bunker aus. Genau dieser Putt-Bunker getroffen. And that was flirting with disaster the whole way. And it's going to wind up hopping into the bunker. Hoping just to get this on somehow. His second from the fairway bunker. Ja, das Problem mit dem Bunker ist natürlich, habe ich auch die Länge? Kann ich die Länge spielen? Aber das hat er natürlich hervorragend gemacht. Mit leichtem Spin. Aus dem Bunker. Took some guile, nerves, confidence to hit it out of that fairway bunker. Inside 10 feet. That's as good as anyone on the PGA Tour.
So, er möchte ein 54er Wedge. Wir haben ein bisschen Rückenwind, das ist aber normalerweise bei einem Wedge-Lag nicht so das Thema. Ein bisschen der Wind nach da. 54er, ein Pitch, das ist ein Pitch. Der will einen Pitch spielen. Ja, und ich will einen Finesse spielen mit einem 60er. Da kriege ich doch eigentlich ordentlich Spin drauf. Da müsste ich doch ordentlich Spin drauf kriegen. Ja, wobei Finesse eigentlich nicht so sehr. Na, wir werden sehen. Ja, der bleibt liegen, der bleibt liegen. And that needed to get down much sooner. That's on the green, but a good ways back there. Yeah, well, that's... Leon has had a good look. Now this for birdie. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. Also im Prinzip ist genau das passiert, was es eigentlich erwarten durfte. Der Ball ist tatsächlich jetzt die Länge geflogen und hat keinen Spin gehabt. Okay, bergab Putt, das wird interessant, das wird interessant. Kontinuierlich bergab, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Der wird Fahrt aufnehmen. Der wird Fahrt aufnehmen. Wir haben wenig Break, das ist eigentlich nicht so das Thema. Hier eher über rechts und vorne geht er nochmal nach links. Die Länge wird entscheidend sein, weil es geht permanent bergab. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yes, that was not easy down the slope, but that's pretty well done. Now this for another birdie. Ja, und damit wäre die Führung wieder weg. Yes, never in doubt. It's a birdie here at 15. And that's going to set up a sprint to the finish. He's one back. With three to go. So, jetzt ein safe Pärchen. Sehr schön. Okay, a solid par here at the 15th. And he'll remain right where he is. Okay, Freunde, soweit passt das. Es bleibt spannend. Ein Schlag Vorsprung und wir gehen auf die letzten drei Bahnen. The par 4, 16th. What's the right line here, Frank? Well, if you want to pick out something in the horizon there, if you look closely down there, the tallest tree in the distance, that's sort of right bang in the middle of the fairway. You will not see your tee shot land and you won't see it run out, but that's the line. Ja, das ist auch ein kurzes Par 4, aber sehr tricky. Da darf man nicht zu lang sein, also wir müssen den Ball gut platzieren für den zweiten Schlag, wenn wir hier ein Birdie spielen wollen. Jason hat den Driver in der Hand, aber er hat auch nicht die Länge. Ich denke aber, doch, er bleibt beim Driver, sehr weit über links anscheinend. Ja, weil er dann doch den Fade spielt. Ja, so auf Höhe des Bunkers sollte man eigentlich landen. Das wäre Once vernünftig. Again, another great tee shot. Genau. I'm starting to wonder how low can you go? And the driving has been simply superb. 133, ja. Das ist eine gute Entfernung. Das ist eine gute Entfernung. Ja, da werden wir... 395, 221, dann wären das noch knappe 150. Ja, mit dem Hybrid bin ich der Meinung, rollt der da runter. Naja, wir werden sehen. Ja, der wird zu lang. Oder? Ah, doch, nee, der müsste liegen bleiben. Sehr schön, sehr gut. So from right around the middle of the fairway, this is second. Ja, da haben wir wieder genau das Thema. Wind, Rückenwind, aber mehr nach rechts. Aber es geht halt bergrunter. Dann müssen wir eigentlich kurz bleiben. Naja, eigentlich brauchen wir einen anderen Schläger. Wir müssen kürzer bleiben.
und wir haben noch Wind. So. Na, ja, der ist zu lang. Der ist zu lang. Da müssen wir wieder das Paar retten. Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in. In the rough now, wondering what might have been. From the fairway, Iona, this his second. He's left himself 133 yards to the flag. Pin on the right-hand side, so plenty of room to the left of it. Ja, das wird jetzt eine spannende Hausnummer. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Im Prinzip liegen wir beide gleich, aber ich liege halt, habe die deutlich schlechtere Lage. Es geht bergab. Er will den chippen, 88-97%. Will ich den chippen? Ich würde gerne einen Flopshot machen. Einen High-Flop. Wir machen einen Flop. Etwas kürzer nach links. Der wird nach rechts springen. Und er müsste auf jeden Fall auch ein bisschen... Ah, kommt sogar noch zurück. Now Day. Oh, look at birdie. Ja, das wäre natürlich dann zwei Schläge Vorsprung. Ei, 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 ei. Und er fällt. Ei, der fällt. That is down for a birdie here at 16. Ja, da waren wir ganz knapp dran. More interesting. He moves to two back with two to play. So, es geht bergab und über links. Okay, didn't want to let that one get away. It is a par here at 16. He'll stay right where he is. Ja, da hatten wir jetzt zwei schlechte Annäherungen, aber Brian Harman minus 4. This is where you can make your mark on the sport. Frank, so much history at this par 3. It's just a great hole too, Rich. You know, that hourglass shape green on the angle, but you're right when you talk about history. You go back to 1972 and this hole played into the breeze. It was a one iron for Jack Nicklaus. Said one of the greatest shots he ever hit. Actually hit the flagstick, nearly went in. And of course, one of my favorites is 1982. Tom Watson had missed this green to the left, and the late Bruce Edwards was his caddy. And they were looking for options because they were in such a perilous situation with the US Open on the line. And Watson said, well, what about if I just hole it? And if you look really closely at the footage, as Watson starts to run across the green, he's pointing his finger back at Bruce and saying, I told you so. And then just a few years ago, too, Gary Woodland had a chip it on this green and made three. Ja, das sehen wir jetzt. Jetzt lässt Jason Day nichts mehr anbrennen. Er lässt jetzt nichts mehr anbrennen. Das bringt er ins Ziel, denke ich. So, wir schauen mal. Nimmt er die Kurve? Macht der Wind? Hilft der Wind? Hilft der Wind? Ja! That's a quality shot right there. Just left of the hole and a birdie opportunity coming up. Ja, aber wir geben uns noch nicht geschlagen. Wir geben uns noch nicht geschlagen. So, das ist Level über die linke Seite, aber ist schon ein ordentliches Break wieder. Das ist ein ordentliches Break und wir hören das Meer im Hintergrund. Ja, ordentliches relativ, aber das Break werden wir merken. Wir geben ihm ein bisschen mehr mit, damit er das Break rausnimmt. Finishing strong. That's in for birdie here at 17. Das war mit Selbstbewusstsein. Mit Selbstbewusstsein gepattet. Den wird er ja wohl nicht vorbeischieben. Nicely done. Birdie finished off here at 17. And he'll need a miracle finish here. Two back with just the 18th hole remaining. Ja, das ist ganz, ganz klar. Da hat er jetzt drei Birdies nachgeschoben. You're taking a moment to soak it all in. Stand on that tee box, look out at the Pacific Ocean. Think about what's happened here. Who's played this hole? Who's made history here? And then you let it rip. Ja, die 18 mit der langen, langen Bunkerfront hier auf der linken Seite ist natürlich auch bekannt.
Auch hier nochmal die Chance, ein Birdie zu spielen, vielleicht sogar ein Eagle, aber das wird uns nicht helfen, denn der Jason Day hat natürlich jetzt hervorragend performt, die letzten drei, außer er schlägt natürlich jetzt ins Wasser. Das kann natürlich passieren, aber er spielt ihn genau auf den Baum zu, da muss er hin. Da geht er auch durch, hervorragend, und dadurch hat er natürlich alle Möglichkeiten, das zweiten, mit dem zweiten Schlag das Grün zu erreichen. Das hat er gut gemacht, auch wenn er jetzt nicht ganz so davon überzeugt ist. So, wir schauen aufs Leaderboard. Wir sehen, dass wir hier ordentlich performt haben, ohne Bogey bis jetzt, und das soll auch so bleiben. Minus 8, Jason Day hat ein Bogey sich eingefangen, aber minus 10 und spielt 15, 16, 17, jeweils drei Birdies in a row, wie man so schön sagt. Und wenn wir aufs Leaderboard schauen, dann sehen wir, dass natürlich hinter uns viele, 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 viele unterwegs sind. Die ersten sind tatsächlich im Clubhaus hier, Stuart Sink mit der 70. Ja, und hier haben wir noch eine 71 von Bryce Garnett. Aber wir sehen eben, dass viele, viele, viele noch unterwegs sind. Hier zum Beispiel Scotty Scheffler ist noch gar nicht, also der ist an der 1, Even Par, Matthias Schwab aus Österreich. Ja, also wir sehen, dass die guten, guten Spieler hinter uns noch kommen. Jetzt noch ein Birdie wäre natürlich nicht verkehrt, eine minus 9, okay. Also wir sehen, dass wir zum Siegen oder zum Gewinn dieses Loches, nicht dieses Loches, dieses Turniers auf jeden Fall 10 unter, 11 unter spielen müssten. Das wird uns leider nicht mehr gelingen. Aber wenn wir noch ein Birdie spielen, sollten wir doch unter den Top 10 sein. Aber es wird spannend, es bleibt interessant. Vor allen Dingen, wo werden wir den Ball hinschlagen? Natürlich mit Rückenwind hier rein, gerade rein, ohne Fade und ohne alles. Einfach nur hier gerade rein. Das sollte, glaube ich, so passen. Ja, wir wollen es nicht überstrapazieren. Der ist gut. Der macht Länge. Der wird Meter machen. Boah. Oh, 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 da haben wir doch Glück gehabt. Boah. 294 zum Loch. Da können wir mit dem Eisen reinspielen. Aber das war knapp. Doch, das war am Ende doch ganz schön knapp. Da wäre uns beinahe in diese kleine Kuhle da rein, in diese kleine Ecke. Jason Day greift das Grün an und bringt natürlich auch drauf. Hervorragend. Birdie-Chance, Eagle-Chance für Jason Day. Oh, that second shot's like a banana too. It keeps turning left and you've got to really pick a definitive line. And that was just absolutely ripped. Ja, wir haben etwas Rückenwind. Eisen 6 mit dem Draw. Eisen 6 mit dem Draw. Ah, der rollt, der rollt, der rollt, der rollt. Bleib liegen im Fringe. Okay, da können wir zumindest putten. But Frank couldn't get it to stop. Yeah, too good, too long, sadly. Pitch. Ja, too good, too long, absolut. Und da muss man sich das Ganze hier nochmal ansehen. Schaut euch mal das hier an. Also ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastische Aussicht? Hier die 18 Pebble Beach. Und ganz da hinten, da sieht man, ist das, das müsste die 6 sein, eben auf diesem Clip, auf dieser Klippe. Das müsste die 6 sein, das andere Paar 5. So, wir werden pitchen. 15. 11. Es geht ja ein bisschen runter, oder? Ja, 11. So, es geht ein bisschen runter. Und da vorne geht es dann eigentlich nach rechts. Bisschen lang. Können wir da das Birdie noch spielen? Everything's been coming up roses so far. This a look at Eagle. Der spielt doch nicht das Eagle. Nein, der ist zu langsam. Der ist zu langsam. Instead, that'll be left for Birdie.
Now this for another birdie. So, Level. Eigentlich müsste der leicht über rechts kommen. Da vorne geht's ein bisschen nach links. Wenn wir dem wieder ein bisschen ein... Ja, es geht etwas berghoch. Juha! Yeah, that's a good putt there. It's a birdie at 18. And that's gonna wrap up our 18 holes of golf. Und Jason Day spielt auch das Birdie. Okay, it's a nice finish, a birdie at 18. And that will finish off. So, jetzt schauen wir mal, wie sich die Results hier entsprechend entwickeln. Minus 5 hinter uns, Sam Burns. Und wir sind Zweiter. Frank, they gave it everything they had, but it's not quite enough. It'll be a runner-up finish. Yeah, so close. If, but, shoulds, coulds. We all know that. There's pain, don't get me wrong, but it was a good watch. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Stephen, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. Ja, so long. Und wir werden uns sehen das nächste Mal auf einem Major. Jo, denn das war sozusagen das Vorbereitungsturnier, das Warmlaufen zum nächsten Major. Das müsste die PGA Championship sein. Und wir sehen auf dem Leaderboard, dass wir den zweiten gemacht haben. Das bringt natürlich wieder Punkte für den FedEx Cup, die wichtig sind. Und mit Jason Day ist auch okay, wenn er gewonnen hat. Denn ich glaube, er liegt auch weit, weit hinter uns. Aber nichtsdestoweniger war das wieder eine spannende Geschichte. Wir waren an der 15, waren wir dran. Und dann hat Jason Day nochmal richtig hier Gas gegeben, angezogen. 15, 16, 17, 18 im Birdie. Ja, da hätten wir schon ganz schön gut spielen müssen. Und eigentlich fast das Eagle hier an der 18, um dann dieses Turnier gewinnen zu können. Wäre übrigens spannend gewesen, wenn wir hier ins Stechen gekommen wären. Aber das ist nicht der Fall. Dafür haben wir aber einen ordentlichen Abstand zu Sam Burns, Shane Lowry und zu den anderen Spielern, die hier der geteilte Dritte sind. Also insofern haben wir ganz, ganz gut wieder einmal performt, sind in den Top 10, sind ganz vorne mit dabei, Punkte gemacht für die Playoffs, für den FedEx Cup und ich denke, wir haben uns auch in einer ordentlichen und soliden Weise hier präsentiert, wenn wir auf die Scorekarte schauen, mit entsprechend 9 Birdies, kein Bogey wieder mal, wir haben wieder die Sache, gute Up and Downs gehabt, wir haben die Sache wieder ganz ordentlich gewuppt, uns kein Bogey geleistet, ganz im Gegenteil, da waren wirklich noch ein paar knappe, gute Putts dabei, die hätten fallen können. Aber summa summarum dürfen wir sehr zufrieden sein mit unserer Leistung. Und jetzt schauen wir mal, was es hier dann am Ende noch an Gummipunkten für uns gibt. Diesmal leider eben kein wunderschönes, kurzes Siegesvideo. Wir kriegen wieder für unseren Golfer XP zum Upleveln. Und die werde ich auch erstmal ein bisschen, ja, ich sage mal, einsparen, die Punkte, die wir brauchen, um eben unseren Golfer zu den Meisterschaften noch ein bisschen zu pushen. Wir könnten nämlich auf jeden Fall noch ein bisschen Power gebrauchen für unsere Drives, aber das passt so. PGA of America von 1916. Wir haben uns qualifiziert für die PGA Championship und wenn ich richtig weiß, geht es nach Oak Hill, genau, Oak Hill Country Club, das ist wieder mal ein ganz anderer Platz. Die PGA Championship mit einem Feld von 156 Spielern und da gibt es natürlich wieder extra Punkte, 600 Punkte. Wir schauen mal ganz kurz in unsere Finishes und wir sehen FedEx Cup Ranking, dass wir mittlerweile... Ah nee, das sind die Statistiken. Wir müssen gucken hier in die Ranking. 3280 Punkte und Jason Day ist hinten dran. Ah, das habe ich dann doch ein kleines... Ah, durch den Sieg, die 500 Punkte hat er sich natürlich nach vorne gespielt. 1609. Aber wir haben immer noch 1600 Punkte Vorsprung und das sind im Prinzip 3 Turniere, wenn man so sieht. Da müsste Jason Day 3 Turniere gewinnen und vor allen Dingen auch... Ja, selbst wenn er die PGA gewinnt, die Championship, und wir dreimal den Cut nicht schaffen, bleiben wir Erster, weil dann hätte er 1600, wir keinen. Also ich denke, wir haben uns auf jeden Fall qualifiziert, denn wenn wir sehen, dass Harish English bei 746 ist und 2500 Punkte hinter dran, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, wenn wir einfach die weiteren Turniere hier spielen. Ich will mal ganz kurz gucken, was haben wir denn bekommen? 300 Punkte haben wir bekommen, hervorragend. Ja.
Ja, yep, also wenn man in den Top 10 ist, obwohl da drüben sieht man es bei den French Championships immer geteilter Sechster geworden, gab es 80 Punkte, aber jetzt hier, wie gesagt, 300 für den Zweiten, es lohnt sich und das nächste Turnier, die PGA Championship, bringt uns in Oak Hill halt dann nochmal ordentlich Punkte hoffentlich ein, wenn wir den Cut dort schaffen. Freunde, das soll es gewesen sein für dieses Turnier, für dieses Video. Ich bedanke mich recht herzlich. EA Sports PGA Tour. Wir versuchen, die Saison noch zu Ende zu spielen. Es sind noch einige Turniere und dann geht's in den FedEx Cup. Da bin ich drauf gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, für eure Zeit, für eure Geduld. Aber ich hoffe auch, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß, denn so ein bisschen Action, also ein bisschen, ja, habe ich ja mitgespielt, sodass wir doch die Chance hatten, doch dieses Turnier wieder mal für uns zu entscheiden. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.